Bei uns ist jetzt die Eva Maria auf der Single Couch. Grüß dich, Eva Maria. Grüß dich, Jürgen. Wir suchen jetzt deinen Traummann, oder? Auf geht's. Das ist ein Stichwort. Beschreib dir doch einmal deinem Zukünftigen, was du für Interessen hast, was du für Hobbys hast. Ja, also ich bin Eva Maria, wie schon gesagt. Meine Hobbys sind, ich gehe gerne fort im Fasching, war da auch schon Faschingsprinzessin. Also mein Traummann sollte dann auch mitgehen, wenn es war im Fasching. Ich tue gerne Luftgewehr schießen und im Sommer tue ich schwimmen und wandern gehen. Das klingt sehr gut. Wie soll dein Traummann sein, Eva Maria? Was hast du da genau vorgestellt? Meinst du von der Optik jetzt erst einmal oder allgemein? Du kannst uns alles sagen. Allgemein. Also in erster Linie, glaube ich, müssen wir uns gut verstehen. Also es sollte dann schon, also ich bin jetzt 32, es sollte dann vielleicht schon für mehrere gelangen. Und, aber sonst so, mein Groß sollte halt sein und eine gute Ausstrahlung haben. Einfach nett sein, bayerisch, gemütlich, ja. Was geht für dich gar nicht an einem Mann? Wann ergreifst du die Flucht? Oh, wenn ich so ein Macho-Typ ist, der Mann, der kann alle da reißen und Sprüche macht, was er gar nicht ist, so unnatürlich, das mag ich nicht. Also Ehrlichkeit steht auch an erster Stelle für dich? Ja, auf alle Fälle. Man kann sich alles sagen, es kann alles passieren, aber ehrlich muss man sein. Ja, finde ich schon. Das erste Date, was machen wir da? Beim ersten Date fahren wir an den Tegernsee und gehen wir zum Wandern, dann kehren wir noch ein im Breistübel. Das klingt doch super. Jetzt waren wir auch schon wieder durch, war gar nicht so tragisch, oder? Kann ich nur weiterempfehlen. Single Couch ist super. Das hören wir gern. Männer, wer Eva Maria kennenlernen möchte und mit mir da wandern am Tegernsee oder in die Berg, wie auch immer, schreibt ihr da bitte eine Nachricht.